Einen wunderschönen guten Abend bei Schiff und Kreuzfahrten. Mein Name ist Kapitän Kreuzlenzer, Internet-YouTube-Superstar, weltweit bekannt. Im Übrigen, man kennt mich auch in Dubai. Ja, hier in Dubaihausen kennt man mich, das ist schon erschreckend. Ich bin hier gerade Burger essen, ja. Burger essen an der Palm. Und zwar sind wir hier, weil es hier eine Fontäne gibt, eine neue Fontäne, die an der Dubai Mall, die ist alt, die ist klein. Wir sind natürlich hier bei der größten Fontäne der Welt. Klar, steht auch im Guinness-Buch drin. Das ist also die The Palm Fontäne, eröffnet wurde am 22. Oktober 2020. Und jetzt kommt ein Livestream von uns. Den haben wir vorhin aufgenommen, auf Facebook gestreamt. Da seht ihr die erste Show von The Palm Fountain. Danach haben wir noch eine Show gesehen, die war extrem geil. Und dann haben wir noch eine Show aufgenommen und jetzt noch eine Show aufgenommen. Und die spiele ich euch alle hintereinander. Also wenn wir sagen Tschüss, dann sind wir noch lange nicht vorbei, dann schaut ihr euch noch zwei Shows an. Dann habt ihr drei Shows gesehen. Die laufen immer ab Sonnenuntergang bis Mitternacht alle halbe Stunde. Und hier bei The Point ist es so, ihr könnt einmal links rauslaufen, einmal rechts rauslaufen. Links ist eine Fountain und rechts ist eine Fountain. Und zusammen ist sie die größte Fountain der Welt. Was auch klar, was sonst? Was soll es anders sein hier in Dubai als die größte Fontäne der Welt? So Mädels, ich esse jetzt meinen Burger, ihr schaut euch den Stream an und die Shows. Habt einen schönen Abend, macht's gut, ciao. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ja, wie ihr seht, wir sind in Dubai und ich wollte euch Hallo sagen und es geht schon direkt los hier. Ich glaube, das war's schon. Ja, jetzt sage ich euch nochmal richtig Hallo. Ja, ihr seht es, wir sind hier in Dubai und zwar bei
The Point. The Point, das ist hier ja, so eine Promenade mitten auf der Palm. Hier im Hintergrund seht ihr, wie heißt es nochmal? Atlantis, The Palm. Und ja, richtig, richtig cool. Ich habe gerade schon gesehen, jemand fragt hier nach dem Fontaine von Burj Khalifa. Da gibt es auch eine Fontaine, aber die hier soll noch größer sein und es soll die größte der Welt. Ja, weil wir wollten gerade vom Hotel aus zum Jumeirah Walk fahren und da sagte der Concierge, was wollt ihr da? Fahrt zu The Point, es ist viel näher und da gibt es auch jeden Abend hier so schöne Wasserspielchen. Ja, was machen wir hier in Dubai? Einige von euch haben es schon mitbekommen. Wir machen Landurlaub und zwar haben wir uns überlegt, ja, wir wollen, bevor die Orient-Saison losgeht, hier mal ein bisschen Dubai erkunden. Wir selbst waren nie überzeugt von Dubai, weil wir einfach noch nicht die Gelegenheit hatten, die Stadt mal richtig kennenzulernen. Und deswegen haben wir gesagt, wir nutzen jetzt mal hier unseren privaten Urlaub, um natürlich auch Dubai kennenzulernen. Und ja, das ist mega cool. Pascal zieht mir hier die Maske ab, weil hier wirklich nichts los ist. Also ich drehe mal kurz um und zeige euch das. So, zack, einmal umdrehen. Hier ist wirklich total leer. Es ist nichts los. Und das hier, ja, an einem Ort, wo eigentlich immer ziemlich viel los ist. Aber hier in Dubai ist halt auch noch nicht Saison. Und dementsprechend, ja, ist hier auch noch nicht viel los. Wie viel Uhr ist es bei uns? Wir haben jetzt 8:30, also wir sind 2 Stunden weiter als ihr. Und hier ist, wie ihr seht, schon stockdunkel. Aber, ja, ist mega cool. Und, ja, kann man machen. Wir sind jetzt seit 2 Tagen hier. Viele haben schon gefragt, in welchem Hotel. Wir sind im W Hotel The Palm und das ist so ein Designer-Hotel. Viele haben uns darauf angesprochen, die das im Vorfeld mitbekommen haben und haben gesagt, boah, das ist doch voll ein Party-Hotel, die Geissens, die waren doch auch schon da. Und das war wohl früher tatsächlich so, das totale Party-Hotel. Jetzt aber, hat aber Ende letzten Jahres die Hotelleitung gewechselt und ja, man will da ein bisschen mehr Stil reinbringen, weniger Party. Und das Hotel ist wirklich ziemlich cool, mit einem Privatstrand, sehr geil gelegen. Und ja, wie gesagt, auch mitten auf The Palm. Und jetzt sind wir hier, ja, heute bei The Point und schauen uns hier die Gegend mal an. Das ist schon sehr cool. Also ich glaube, wenn hier Saison ist und hier wirklich viele Menschen unterwegs sind, dann hat es natürlich nochmal einen ganz anderen Flair, als es das jetzt hat. Aber trotzdem ist es hier schön. Wir fangen langsam an, so ein bisschen so ein Gefühl für Dubai zu bekommen. Ob wir es nach diesem Urlaub wirklich so richtig geil finden und sagen, das muss man öfter mal machen, das werden wir noch rausfinden. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Wir fliegen Samstag erst wieder heim. Und wir können euch aber mit Sicherheit ganz coole Tipps geben, was ihr, wenn ihr mit dem Kreuzfahrtschiff hier seid und dann wahrscheinlich nur 1 oder 2 Tage Zeit habt, was ihr unbedingt machen könnt. Heute waren wir zum Beispiel auf, wie hieß das? The View? Ja. The View, und zwar ist das in der Nakheel Mall, ein Turm hier mitten am Eingang der Palm. Und da habt ihr einen Überblick über diese gesamte Palme, über diese Palm, Jumeirah Palm. Und das ist schon wirklich sehr, sehr cool. Wir haben uns das tatsächlich nie so groß vorgestellt, die ganze Palm. Also jetzt soll ich mich drehen, dass man das wieder sieht. Pascal, der leitet mich hier ein bisschen. Genau, wir haben uns diese Palm nie so riesig vorgestellt. Wir dachten, naja, das ist so eine Palme, wo Häuser draufstehen. Aber diese Dimension, wie groß das war, das hat einen schon so ein bisschen erschlagen. Auch am ersten Tag, als wir hier nachts angekommen sind am Flughafen. Das hatte schon was, so, boah, wir sind jetzt schon auf der Palm, das ist riesig, ne? Und es ist wirklich riesig und das muss man gesehen haben, weil das ist wirklich beeindruckend. Und wenn man dann auf The View hochgeht, auf diesen Turm, wo man dann 360-Grad-Blick über Jumeirah und die komplette Palm hat, da kriegt man vorher auch so Videos von der Entstehung und alles gezeigt und das ist schon echt, das flecht einen schon ein bisschen. Ich habe auch schon im Flieger, da kommt ständig so Dubai-Werbung vor den ganzen Filmen, wenn man die guckt. Und da habe ich schon zu Pascal gesagt, also Marketing beherrschen die. Und diese Videos, die Dubai dann so ein bisschen vorstellen, die flächen einen schon so ein bisschen. Ja, und dementsprechend werden wir jetzt hier einfach weitermachen. Wir lassen uns hier so ein bisschen durch Dubai treiben. Und ich glaube, die nächsten Tage werden wir hauptsächlich hier bei The Palm und Jumeirah verbringen. Weil ich glaube, dass da tatsächlich so die coolsten Spots sind. Gestern waren wir in Dubai Mall. Morgen geht die Mama in den Atlantis Wasserpark. Ich habe vorher so eine Reportage gesehen, da gibt es ganz böse Rutschen, die macht Mama alle. Aber dann hätten wir heute reservieren müssen. Das heißt, wir können da erst übermorgen hingehen, weil man kann immer nur einen Tag vorher reservieren. Wir kriegen das hin, wir sind gute Gäste. Auch.
Ja, ich glaube auch. Ich wäre nicht der Kreuzfluencer, wenn ich da nicht reinkomme, wenn ich das für richtig halte. Ja. Das ist total lustig, weil... Wir haben hier schon Leute getroffen, die mich kennen. Im Flieger, in Hamburg am Flughafen. Hier in Dubai im Hotel, das ist Wahnsinn. In Hamburg waren Gäste, die sind zur Perla geflogen. Da waren einige dabei, die haben uns angesprochen. Dann im Flugzeug selbst und dann hier in Dubai auch. Also ich bin weltweit bekannt, ist tatsächlich so. Die sprechen mich überall an. Ja. Morgen gibt es auch noch eine Überraschung. Also ich hatte ja schon ein Kabinenvideo gemacht. Jetzt habe ich heute den Hoteldirektor getroffen. Hat auch sofort gesagt, Eure Hoheit, was geht ab bei dir, Kreuzfluencer? Ich habe da noch was für dich. Und er hat gesagt, wir sollen heute Abend mal die Koffer packen. Morgen fallen wir, glaube ich, auf den Arsch. Entweder also, schmeißen sie uns raus oder es gibt noch was Cooles. Also wir haben ja so eine kleine Kabine gebucht, die hat so 186 Quadratmeter, weil wir einfach mal gucken wollten, was kriegt man für das Geld einer Suite an Land, und dann sind wir eben bei 186 Quadratmeter gelandet. Genauso im Vergleich, wenn wir jetzt so die Suiten auf dem deutschen Markt nehmen, ne? Also wir haben weniger Geld bezahlt, inklusive Flug, als für eine Ostseereise mit der Prima in der Suite. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir gucken mal, was man für das Geld hier in Dubai an Hotels bekommt. Und dafür kriegt man eine 186 Quadratmeter Suite. Und wir haben, also ihr müsst euch das angucken. Also da kann man so auf den Tisch hochlaufen und Table Dance machen und so. Sieht aus wie ein Swingerclub tatsächlich. Aber das ist halt, wenn wir so mit unseren Kumpels und unserer Milf von AIDA Blue jetzt nach Dubai fliegen würden, wäre das genau unser Hotel. Da kann man so seine eigene Party feiern, aber halt so, dass man niemanden belästigt. Und das ist eine ganz geile Sache. Und wie gesagt, morgen soll dem Ganzen noch irgendwie eine Krone aufgesetzt werden. Und das wird dann wirklich asozial dekadent. Das hat dann mit normal nichts mehr zu tun, was da passieren wird. Aber das ist eben Dubai. Ja, das ist Dubai. Dubai ist nicht normal. Dubai ist total dekadent. Und ja. Aber es wird, also ich finde es jetzt schon lustig und ich bin gespannt, ob ich es packe, innerhalb der nächsten 4 Nächte Melanie da nochmal zu finden. Genau, naja. Aber es ist voll schönes Bild mit dem Atlantis. Ja, total, total toll. Müssen wir gleich nochmal Selfies machen. Wir wollten das Atlantis buchen mit den Kindern, das ist so teuer. Wir haben gesagt, wir wollen so 10, 14 Tage herkommen in den Osterferien. Da wollen die, ich glaube, 15 oder 16.000 Euro. Das ist sau teuer. Und das nicht in einer Suite, sondern in einer normalen Doppelkabine. Ne? Und alle Leute sagen, das wäre es gar nicht mehr wert. Wir sollen warten auf der Atlantis oder der Royal Atlantis. Ja, das ist hier hinten, aber das sieht man jetzt nicht. Das ist verdeckt. Das wird gerade neu gebaut. Das wird Anfang 22 eröffnet. Und genau. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht günstiger. Nee, wahrscheinlich noch teurer. Ne? Aber im W kann man auch günstig leben. Die Hotelzimmer, die normalen, die sind auch schon riesig. Also deutlich und größer. Sehr schick. Also deutlich größer, als es jetzt Balkonkabinen oder so auf dem Schiff sind. Das sind riesige Doppelzimmer. Und die sind echt günstig, also auch inklusive Flug. Wir haben das, Achtung Werbung, wir haben das tatsächlich über TUI gebucht. Und da kriegt man echt gute Pauschalpreise für das W-Hotel. Und ich würde sagen, man kann das weiterempfehlen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es 5,5 Sterne sind nach dem deutschen Standard, so wie es im Katalog steht. Aber es heißt ja auch, arabischer Standard sind 5,5 Sterne. Sind dann eher so 4,5 deutsche Sterne, ja. Aber ist okay. Und tatsächlich hat TUI die Buchung versaut. Ich habe was gebucht, was ich nicht bekommen habe, weshalb jetzt der Schweizer Hoteldirektor gesagt hat, nee, geht gar nicht, du hast das gebucht, also kümmere ich mich darum, dass du was bekommst. Und da das, was ich gebucht habe, nicht mehr frei ist, kriegen wir eben was anderes. Und da ist eben nur noch nach oben Luft. Und deswegen, wir haben uns da schon so ein bisschen umgeschaut, was es da geben könnte. Das ist schon, also die eine Variante hat 600 Quadratmeter und die andere 800. Ich sage ja, ist total geisteskrank und ich weiß auch nicht, ob wir uns da nochmal sehen. Vielleicht gibt es da zwei Betten, schläft einer vorne, einer hinten, dann sehen wir uns nicht mehr. Aber man muss auch sagen, klar, wir haben zwar bei TUI was anderes gebucht, aber als wir dort reklamiert haben, dass da ein wichtiges Accessoire fehlt, weshalb wir diese Suite eigentlich buchen wollten, man hat sich auch gekümmert. Ne? Also ja. Man hat uns einen Ansprechpartner an die Hand gegeben. Da muss man schon sagen, man wird da nicht irgendwo im Regen stehen gelassen, sagt dem Motto, ja, müssen wir da nachklären. Also wir also haben einen deutschsprachigen Reiseleiter an die Hand bekommen. Es war so, ich hatte im Vorfeld noch mit dem Hotel telefoniert, weil ich noch was klären wollte und habe dann gefragt, ob die Suite das ist, was ich haben will. Und da sagt die, nee, wieso? Und da sage ich, ja, die Beschreibung, die ich gebucht habe, die sagt das und das. Und da sagt die, nee, das ist aber nicht so, das bekommen Sie nicht. Und dann habe ich bei TUI Deutschland angerufen und habe gesagt, Leute, das steht bei euch sogar doppelt in der Beschreibung, dann möchte ich das auch haben. Und dann hat sie gesagt, ja, sorry, sie muss das weitergeben. Und dann sage ich, ja, du kannst so viel rumflexen und quatschen, wie du willst, schreib das auf und das klären wir bitte noch. Und sie hat sich wirklich gekümmert. Also als ich hier angekommen bin, hat mir Sheriff geschrieben. Sheriff ist hier der TUI-Reiseleiter, der wusste davon.
Und dem habe ich es dann nochmal gesagt und der hat das dann weitergegeben an irgendeinen TUI-Dubai-Minister, keine Ahnung, Karl-Heinz heißt er, der hatte mich angerufen und sagt, ich kümmere mich auf jeden Fall drum, ich schalte den Hoteldirektor ein. Und der kam dann zu mir und sagte, Eure Hoheit, ich mache das. Ja. Deswegen, da gibt es erstmal keinen Grund zu meckern. Klar, ist jetzt irgendwie dann die dritte Nacht rum, bis da was passiert, aber man kümmert sich zumindest und von daher vom Service her gut. Genau. Was ich aber schwierig finde, ich kenne das nicht, dass der Hoteldirektor weg ist. Der hat gestern Abend Flasche Wein gebracht und hat gesagt, komm mal zum Termin runter, ich gehe an Rezeption, sag, hol Marco. Sagt die, der ist zu Hause. Sag, was macht der zu Hause? Ja, wir kennen das halt vom Schiff nicht, weil die da immer da Schiff, sind. Ne? Auf dem Schiff geht halt keiner nach Hause und der geht halt abends nach Hause. Das war ganz lustig. Und ja, auf jeden Fall, den haben wir heute getroffen, Schweizer, beste Ausbildung genossen, also der eher, Mann. Also eher noch jünger, einen Ticken jünger als wir. Und eine Vita... Da kann schon sich gut. manche einer echt was von abschneiden und ich finde das Bild hier hinten so geil mit dem... Ja, ich habe mir so ein bisschen Atlantis angeguckt, was der macht. Also der macht so, die W Hotels gehören zur Marriott-Gruppe und er macht so die ganzen großen Pre-Openings und Openings von W. Da muss schon ein bisschen was können. Ja, auf jeden Fall bisher sind wir zufrieden. Ja. Uns gefällt es. Es ist super warm, aber wir haben uns jetzt an die Hitze gewöhnt. Wir haben nee, man muss aber man muss auf jeden Fall sagen, der Standard auf dem Schiff ist höher. Und das finde ich beängstigend, weil die Leute sagen ja immer, oh Gott, auf dem Schiff und das kann man ja noch viel besser machen. Wie gesagt, das ist ein laut TUI-Klassifikation sogar 5,5 Sterne Hotel und an Bord machen die es besser. Das Housekeeping an Bord ist besser, das Buffet, was hier 200 Dirham pro Kopf kostet am Abend, das ist auf jedem Schiff besser und da ist egal, was auf dem also Schornstein steht. Selbst auf dem Schiff, wo es kein Buffet gibt. Genau. Aber es ist nicht schlecht, es ist total okay. Aber es ist jetzt nicht so diese Auswahl, wie man sie, ich sag mal, gerade bei AIDA kennt. Ne? Also die 200 Dirham, das sind, wir müssen ja zweimal zahlen, also 400, das sind 100 Euro am Abend dann. Wir müssen sie nicht zahlen, weil wir Halbpension haben und mittags woanders essen, aber wir müssten 100 Euro für ein Buffet zahlen, wo du eigentlich nur zwei Buffetstationen hast. Das Essen ist total okay, aber die Auswahl halt total gering. Frühstück, muss man sagen, ist sehr geil. Tolle Eierspeisen, Egg Benedict jeden Tag aufs Neue. Das machen die gut. Viel Fisch, viel Eiergerichte und so, was man möchte, alles Lachs frisch gemacht. Lachs zum Frühstück, ne? das ist schon. Wir haben auch Kaffeespezialitäten, wie nicht laktosefrei haben sie nicht, nee. Aber sie haben Latte Macchiato und so, das kennen die hier. Und laktosefreie Milch haben sie nicht, sie haben Sojamilch angeboten, aber Sojamilch im Latte Macchiato ist echt widerlich, falls ihr das noch nicht wusstet. Und wir waren gestern in der Dubai Mall, da waren wir schon mal. Und das ist wirklich ein Platz, den man voll vergessen kann. Also der ist einfach nur zum Rumflexen für die Dubainesen, dass sie sagen können, sie haben jetzt einfach die fetteste Mall mit den teuersten Geschäften. So klar, wir waren bei Gucci und bei Louis und wir waren überall drin, aber das ist alles scheiße. Was will man denn damit? Überteuerter Kram. Ja. Wir haben und selbst in so No-Name-Läden, wo es echt so billigen Ramsch gibt, da auf den unteren Decks, selbst da hat man Heidengeld bezahlen müssen. Ne? Also wir wollten tatsächlich ein paar Klamotten kaufen, sind dann auch so bei Hollister und so fündig geworden. Aber man kann die definitiv nicht günstig einkaufen. Also wir waren heute auch bei Superdry, das ist total auf europäischem Niveau, da spart man keinen Cent. Man zahlt, glaube ich, eher noch einen Tacken mehr. Also Einkaufen in Dubai ist schlecht. Wir waren der Auffassung, dass wir nicht so viel Klamotten mitnehmen, weil wir so für Warmwetter nicht viel haben und dann hier kaufen. Das ist aber, dann musst du die Bank vorher anrufen, fragen, ob du Kredit bekommst. Ja, das ist schon teuer, ja. Aber ansonsten war das erstmal sehr gut. Mal gucken, was wir jetzt hier noch 5 Nächte treiben. Ja. Außer Geschlechtsverkehr am Abend, das ist immer eingeplant. Beim Rest weiß man nicht so, was man machen soll. Aber es gibt halt alles, ne? Es gibt nichts, was du hier nicht machen kannst. Wir haben Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, alles vor der Tür stehen und Concierge fragt immer, ob ich da mitfahren möchte. Ich kann mir das ausleihen. Würde ich total gerne, würde ich machen. Ich habe aber meine Driver-License zu Hause liegen lassen. Ich habe keinen Führerschein dabei. Das nehme ich auf jeden Fall das nächste Mal mit. Ist teuer. Ich glaube, Ferrari und Rolls-Royce kosten so 500, 600 Euro am Tag. Aber ich glaube, das ist lustig. Also was kostet die Welt? Macht mal da einmal im Leben. Und fährt dann halt mit zum Rolls-Royce durch die Gegend. Aber wahrscheinlich auch eher nachts, weil tagsüber ist immer Stau. Ja. Wobei der Traffic hier auch, also man sieht hier kaum Leute draußen und dementsprechend ist auch nicht so wahnsinnig viel los auf der Straße. Nee, es ist nicht voll. Ne? Es ist sehr leer momentan. Und man kann hier überall sehr geil essen. Wir waren heute beim Libanesen, gestern waren wir auch delikat essen und zwar bei Pizza Hut. Sehr gut. Ach so, nochmal, weil das im Vorfeld schon gefragt wurde, was die Einreise und so betrifft. Also man muss zwar, wenn man in Dubai einreist,
Man muss zwar, wenn man in Dubai einreist, geimpft sein. Das Impfzertifikat wollte aber tatsächlich niemand sehen. Bei der Einreise wurde der Reisepass kontrolliert und der negative PCR-Test, den wollte man tatsächlich sehen. In den Einreisebedingungen stand auch noch drin, dass Touristen für Dubai zwingend eine Auslandskrankenversicherung abschließen müssen, die Covid enthalte, da man sonst nicht einreisen darf. Haben wir gemacht oder haben wir, aber es ist jetzt so, dass es auch niemand kontrolliert hat. Es war alles sehr locker, es ist alles hier sehr locker. Jetzt haben wir hier die Masken ab, weil es ist hier wirklich absolut nichts los. Aber es ist überall Maskenpflicht, also innen wie außen. Also wir müssten jetzt hier eigentlich eine Maske tragen, aber wie gesagt, hier ist keine Menschenseele. Wen soll ich hier anstecken oder bei wem soll ich mich hier anstecken? Da ist das Risiko doch, glaube ich, verschwindend gering. Ja, ansonsten ist das hier alles wirklich sehr unkompliziert. Man braucht auch keine Tests oder keine Impfungen, um in die Malls reinzugehen oder um hier irgendwas zu machen. Man geht da einfach hin, ne? Man trägt seine Maske und gut ist. Und ich denke, die Gastfreundschaftlichkeit hier in Dubai, die muss man nicht erwähnen. Die sind alle hier sehr freundlich und man fühlt sich willkommen. Auch zu einer Jahreszeit, wo in Dubai noch nicht so wirklich viel los ist. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal was essen, ne, Herr Wittner? Was auch total lustig ist, wir haben ja so einen geilen Privatstrand und wir waren so der Auffassung, wenn man da ins Wasser geht, dann kühlt man sich ein bisschen ab. Das Wasser ist in Teilen noch wärmer als draußen. In Griechenland war das schon so, dass da nicht so viel Unterschied war. Aber hier ist es, also wenn du aus dem Wasser kommst, es ist genauso heiß, wie wenn du drin bist. Also das ja. ist wie ein Whirlpool zu Hause. Das ist schon ganz geil eigentlich. Apropos Whirlpool, den kriegen wir dann morgen auf Kabinski. Und da soll das Wasser kälter sein. Dann können wir uns da mal abkühlen. In diesem Sinne, wir verabscheuen uns und melden uns vielleicht die Tage nochmal. Genau, wenn wir nochmal sowas Cooles wie jetzt hier ganz spontan. Machen Sie es gut, haben Sie einen schönen Abend. Tschüss. Dann, tschüss. Da geht nicht aus. Geht nicht aus, muss auf beenden. Wir müssen jetzt durchstreamen bis morgen. Achso, Datenvolumen habe ich gekauft bei Deutsche Telekom. Pass.telekom.de, 50 Euro für 2 GB. Mal gucken, wie lange die halten. Tschö. نضحك تنسحنا نضطينا على الليل إهلا.
Ich bin so sehr.